Birmingham, here we go, guys. Heartily welcome to my English channel, guys. The first picture that I saw when I came in this hotel is this one. Okay, guys, what the fuck? Shit is going weird. Yes, guys, I'm right here in under trousers. I think I'm going to start over with the little hotel room experience. Lichtschalter aus vakuumiertem Seidenstahl. Toiletten ohne Klobürste. Wasserhähne mit Schildern. Extrem dünne Türklinken. Elektronikanschlüsse, die keiner versteht. Mülleimer. Angebrochenes Essen, Fraser, Zeitschriften, sexuell angehauchte Gemälde, USB-Charge-Input, Lappen, sexuelle Gemälde 2, Fernbedienung ohne Fernseher, sexuelle Gemälde Part 3. So, Freunde, das war der Eindruck vom Hotel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sind hier in Birmingham wegen Gymshark. Wir haben hier ein kleines Meeting und wir schauen uns morgen mal ein bisschen das Office von denen an, weil die haben hier ein neues Headquarter erbaut und so. Und da bin ich richtig gespannt drauf, gerade auch so unternehmerisch mal zu sehen, so wie arbeiten die hier. Das kann ja vielleicht auch den einen oder anderen von euch da draußen interessieren. Und hier als allererstes mal Klimaschock gehabt. Wir kommen hier an. 10 Grad. Boah, es war so kalt gerade. Ich habe es gerade gar nicht geschoben. Es ist auf jeden Fall ein Tag nach Mykonos. Ich einfach ständig unterwegs. Alles klar. Aber ich bin auf jeden Fall mega gespannt auf morgen. Ich freue mich extrem, dieses Headquarter zu sehen. Wir sehen uns morgen früh. Meine Freunde, guten Morgen. Ich hatte einen guten Schlaf, bin umgezogen, habe gut gefrühstückt und jetzt geht's erstmal los zu Gymshark. See you there, guys. Meine Freunde, ich bin hier gerade schon mit auf jeden Fall offener Kinnlade unterwegs. Wir sind jetzt im Gymshark Headquarter und ich muss euch unbedingt ein paar Eindrücke von hier zeigen und euch mal zeigen, was hier so abgeht, weil das ist wirklich absolut gestört. Ich würde mal sagen, wir starten eine kleine Tour durch das Gebäude hier, weil was ihr jetzt gleich sehen werdet, ich habe schon eine Tour durchgemacht, ist wirklich absolut crazy und absolut unerwartet für mich. Ganz anders, als man es eigentlich von normalen Firmen kennt, sprich die Leute haben hier nicht nur einfach einen Arbeitsplatz, aber bevor ich jetzt zu viel laber, ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein, ich zeige euch mal die ganzen Areas, die es dort drin so gibt und ja, seid mal gespannt, was hier geht. Check-in, Tür auf, let's go, man. Wir haben hier die ganzen Gymshark-Mitarbeiter. Das Ganze hier ist ein riesen Gebäudekomplex. Ich habe schon geschaut, 4000 Quadratmeter sind hier am Start. Und ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen durch die Reihen hier und zeige euch mal hier, was abgeht. Ihr seht schon, hier drüben ist der Kantinenbereich. Dort hinten kann man Playstation zocken, Tischtennis spielen. Hier hinten ist so ein bisschen der Creative-Raum. Hier sind die Leute ein bisschen am Entwickeln auch, ne? Genau. Hier hat man hier immer so kleine Bereiche. Hier kann man dann in diesen Raum reingehen. Der ist hier auch so abgedunkelt. Hier sieht man so ganz leicht durch. Da kann man dann reingehen, so ein kurzes Meeting machen. Hier kann man dann sich den Raum saven über dieses Display. Ich feiere einfach so, wie dieser ganze Raum hier aufgeteilt ist. Weil man hat im Prinzip immer so verschiedene Spaces, in die man reingehen kann. Da kann man sich zum Beispiel für so ein Short-Meeting einfach in so einen kleinen Raum reingehen und sich unterhalten, so abgekapselt von den anderen, um einfach die Konzentration zu bündeln. Die Leute haben hier auch die Möglichkeit, an verschiedene Arbeitsplätze zu gehen, wie ihr zum Beispiel hier seht. So, sie sitzt jetzt einfach so an diesem Tisch da, weil es einfach ein sehr junges, kreatives Unternehmen und dort werden natürlich auch solche kreativen Aktivitäten gefördert. Hier hinten haben wir ja so ein bisschen die Entwicklungsarea von Design und was die Leute hier an Klamotten machen. Da will ich jetzt mal nicht so drauf filmen, weil da sind auch ein paar neue Sachen dabei, die noch draußen sind. Join the Family. Hier sind die ganzen Bilder von den gesamten Mitarbeitern, die hier im Gebäude am Start sind. Ihr seht also, sind auf jeden Fall einige. Da können wir mit unserem Unternehmen leider noch nicht so richtig mithalten. Kommt vielleicht noch eines Tages. Und hier sind auch immer so nice Sprüche an der Wand. Im Prinzip so die gesamte Story, die das Unternehmen hier mitgemacht hat, wird so ein bisschen mit in die Büroräume und beziehungsweise an die Wände natürlich auch ein bisschen mit einbezogen. Finde ich sehr, sehr geil. Das ganze Gebäude erstreckt sich über 2 Stockwerke. I need to join this little private area to show the people what's going on here. So, ah, okay, the lights are starting automatically. Alles wird über die durchgetrackt. Dann sieht man, wie viel Zeit wir hier verbringen. Es gibt Sensoren hier oben. Ah, okay, krass. Dann weiß man, wo man arbeitet. Yeah, it tracks where we're working, doesn't it? Yeah, there's different sensors. Heat trackers. Yeah. Also ich sag's euch so, als ich hier das erste Mal durchgelaufen bin, ich hatte so ein richtiges Dauergrinsen auf dem Gesicht, weil ich so dachte, ich habe sowas einfach noch nie gesehen. Das ist aber so richtig, also einfach visionary, ne? Genau. So wie das Motto von dieser Company ist. Weil das ist einfach so total untypisch, wie hier gearbeitet wird und wie hier die Raumaufteilung ist und was es für verschiedene Möglichkeiten gibt, auch seine Kreativität zu entfalten. Das ist echt mega krass. Okay, hier haben wir die Hall of Fame. Hier sind die ganzen Preise, die Gymshark abgeräumt hat. Das sind so die ersten Produkte, ne? Hier haben wir noch das alte Gymshark-Logo. Also auf jeden Fall hier auch die ganze Historie mit reingepackt. Und hier so eine kleine Umsatzentwicklung, die man hier sehen kann. Rank 46. Das ist für die schnellst wachsenden Umsatzunternehmen, ne? Dann hier 41, hier 12 und dann Platz Nummer 1 von den schnellst wachsenden Unternehmen in Britain.
Also richtig krass. So sieht das Ganze aus, wenn man hier auf diesen Eingangsbereich zuläuft. Und dann kann man hier die Treppen hochgehen. Sieht auch alles mega geil designt aus, wenn ihr euch das mal anschaut. Sieht auf jeden Fall mega eindrucksvoll aus. Gehen wir mal hoch. Wir kommen in die nächste Area. Jetzt sind wir oben. Hier sitzen auch die Chefs. Sprich, auch der Ben ist hier am Start. Work hard, stay humble. Auf jeden Fall auch einer meiner Einstellungen. Und hier sind weitere Meeting Rooms. Hier kann man sich das Ganze wieder freischalten. Available until 14 o'clock today. Hier sieht also auf jeden Fall auch alles sehr, sehr nice aus. Richtig schöner Tisch. Sehr, sehr großer Fernseher. Hier unten kann man noch ein bisschen den Parkplatz begutachten. Sieht immer, wie viele Leute hier so am Start sind. Auch solche kleinen Details wie das hier, die hier drin stehen, diese Pflanzen. Es sieht einfach nice aus. Was ich auch mega gut finde hier, ist, dass die Räumlichkeiten sehr, sehr offen sind. Das heißt, man hat eigentlich ein sehr helles Büro, auch mit großen Fensterscheiben vorne. Man hat hier einfach Platz, man hat Raum zum Denken, nenne ich es mal jetzt einfach. So ein bisschen ähnlich wie unten, klar ist es vom Schnitt natürlich das gleiche. Hier seht ihr nochmal, hier ist der untere Bereich, wo die Kantine war und hier ist im Prinzip noch eins drüber. Und was ich extrem nice finde, was mir hier vorhin gesagt wurde, wenn man hier einen Drohnenshot filmt, also hier wurde wirklich an alles gedacht, wenn man hier einen Drohnenshot filmt, da sieht man, ihr könnt es auch jetzt hier schon ein bisschen sehen, ist hier das Gymshark-Symbol. Und das sieht man dann von oben. Richtig geil. So, also jetzt kommen wir zu einem Part. Grüße gehen raus an Basti, unseren Physiotherapeuten an der Stelle. Hier kann man sich, wenn man möchte, einen Physio-Termin buchen im Unternehmen, in-house natürlich. Richtig, richtig geil. Und da seht ihr mal, Leute, wie wichtig Physiotherapie ist, ja? Kann man sich hinlegen für so 20 Minuten. Hier kann man sich sogar die Zeit einstellen, ne? Dann kannst du dich irgendwie 20 Minuten hinlegen. Und dann kannst du hier einen kurzen Power-Nap machen, diesem Ding, und danach geht's fit weiter. Nice. Es fasziniert mich einfach, sowas zu sehen. Wie einfach so ein Unternehmen, was ja jetzt, sag ich mal, in den letzten, es ist ja, in Gymshark ist ja jetzt in den letzten Jahren krass gewachsen, ne? Ich feier auch so krass diese Sprüche an der Wand, weil die sind einfach so true, Mann. So true. Don't be a dickhead. So kommt ihr nämlich nicht weiter, Freunde. Und hier hinten waren monumentale Ereignisse am Start. Auf dieser Fläche hier war tatsächlich mal ein Gym. Aber das ist jetzt leider nicht mehr am Start, weil das Unternehmen einfach zu viele Mitarbeiter braucht. So, übrigens, kurze Zwischeninfo. Nicht, dass ihr denkt, hier arbeitet niemand. Die meisten Leute sind hier gerade in der Mittagspause. Das sind normalerweise alles belegt. Da bin ich zurück in Stuttgart. Das war ein kleiner Einblick von Birmingham und von dem neuen Gymshark Headquarter. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr gerne in so einem Unternehmen arbeiten würdet oder lieber in einem ganz normalen Unternehmen. Und natürlich, ob ihr es für gut empfindet, wenn so ein Unternehmen so gebaut ist und einfach was so eure generelle Meinung dazu ist. Und dann würde ich sagen, meine Friends, wir sehen uns im nächsten FLOG, wenn es wieder heißt.